Es gibt einige, die das überspitzt formuliert tatsächlich behaupten, dass sie alle ITlerin und ITler werden müssen. Die argumentieren, dass das Programmierkenntnisse inzwischen genauso zum allgemeinen Wissen dazugehören wie Deutsch, Mathematik oder gutes Grundwissen in Geschichte. Daher auch, ist die Frage natürlich auch berechtigt. Auch wenn der Bedarf an guten Softwareentwicklerinnen und Entwicklern nach wie vor sehr groß ist am Markt und vom aktuellen Arbeitsmarkt natürlich auch nicht wegdenkt zu sehen, so geht es, glaube ich, bei der Argumentation oder bei dieser Frage nicht darum, Fachkräfte zu produzieren. Das ist letztendlich auch nicht die Aufgabe einer Schule oder von Pädagoginnen und Pädagogen. Wenn man darüber spricht, dass jede Programmieren lernen soll, so geht es unter anderem darum, Technologie zu verstehen und auch die aktuellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu entmystifizieren, die Chancen und Risiken von digitaler Transformation besser einfach zu verstehen. Ich muss nicht Italienisch können, um in Italien eine Pizza zu bestellen, aber es hilft, wenn man die Sprache kann. Gerade in einer Gesellschaft, in der ausnahmslos jeder Lebensbereich von Software heutzutage durchdrungen ist und noch mehr durchdrungen sein wird, fördern grundlegende Programmierkenntnisse grundsätzliches Verständnis für zentrale Fragen und die können auch Ängste abbauen. Auf der anderen Seite wird auch behauptet, es wird viel eher und schneller immer mehr Software geben. Auch das Programmieren wird automatisiert. Es ist auch viel Code geschrieben. Nach und nach werden sich die Programme ineinander anpassen und somit wird das auch nicht notwendig sein. Ich bin davon überzeugt, dass es Menschen braucht, die beide Welten verstehen. Nicht jeder muss programmieren können, aber jede sollte verstehen, wie der eigene Beitrag in einer Welt durchdrungen von Software über diese Software auch verknüpft ist.